Ein herzliches Willkommen zu Formel 1 2018. Wir fahren heute in Italien mit dem Ferrari selber und es regnet in den Blitzqualifying. Ich hoffe, wir schlagen uns heute sehr gut durch, denn ich merke auch, die Wetterbedingungen beim Rennen sind sehr trocken, auch wenn es später feucht wird im Rennen. Das wird mir natürlich gar nicht gefallen. Ja, ich hoffe, ich schlage mich heute sehr gut durch. Und ich muss eben noch mal ein richtiges Setup dafür finden. Lass mich mal überlegen. Ich stelle es mal so durch. Die Gewichtsverteilung stelle ich auf 6. Stelle ich mal für den Rennen ein. Gut, Lautstärke funktioniert. Und ja, heute habe ich mir einfach mal so überlegt, Italien und Ferrari, beide gute Kombinationen. Und ich denke mir mal, Ferrari wird auch dieses Italienrennen, das nächste Woche kommt, auch gewinnen. Ich hoffe es mal. Denn so viel Geld will ich wieder mal auch nicht ausgeben. Also, ich bin da mit der absoluten Überzeugung dafür, dass Italien und Ferrari mal wieder feiern können. Soweit ich weiß, war das letzte Sieg auch der letzte Sieg müsste 2012 sein. Ich bin mir nicht so sicher. Aber jetzt gehen wir mal raus. Was ist das? Hoffentlich schlagen wir uns durch. Es regnet nämlich und im Qualifying. Ja, schauen wir doch einfach mal. Wir fahren übrigens mit den Raikön. Nur für den Fall der Fälle, falls ihr fragen wollt, warum mit den Raikön. Eieiei. Wir verlieren ein bisschen die Kontrolle. Wir merken schon, wir sind gar nicht mal so gut diese Runde. Eieiei, wir rutschen aber sehr wegen des Regens. Man muss sagen, die KI ist im Regen doch ziemlich gut. Wir versuchen es zumindest mal mitzuhalten. Eieiei, wir rutschen sehr, sehr, sehr schlecht. Wir werden wahrscheinlich den letzten Platz passieren, weil wir jetzt mit Trockensetup fahren. Aber es soll ja am Anfang richtig gut regnen, richtig gut Sonnenschein geben. Aber ich bin da mit Trocken doch viel besser dran, denke ich mir mal. 20. Kein gutes Ergebnis fürs Qualifying. Da denkt man sich, Vettel, ja, der kann das ruhig alleine gewinnen. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Vettel, Bottas und... Ja, das müssen wir uns nicht ansehen. Italien wird aber trocken. Für den Anfang zumindest. Aber ich hoffe mal, wir machen das Beste daraus. Bin überzeugt, dass wir das Beste daraus machen. Ja, wirklich. Also gut, sehen wir uns die Starter. So. Mal schauen. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Nee, nee, werden wir auch nicht. Mal schauen, wie viel Sprit nehmen wir denn mit. Nehmen wir erstmal so viel mit.
Und ich hoffe, wir machen das Beste wirklich draus. Wir schauen vom letzten Platz 100% Legende auf Schwierigkeit. Und natürlich geht unser Start nicht gut. War ja auch anders zu erwarten mit Traktionskontrolle, muss ich auch nochmal erwähnen. Oh, bitte kein Frontflügelschaden. Aber sie wurden berührt von Sirotkin, haben sie sogar eine Verwarnung bekommen. Und wir haben einfach mehr Power. Und, ne, wir lassen es lieber. Also muss ich das Feld so verteilen. Und ich merke gerade, Mercedes ist vorne. Rechts hinter Platz. Ja, können wir nach vorne. Zumindest Wind starten. Aber keine Berührung. Eieiei. Ach, shit. Da sind wir leider rausgeflogen. Und jetzt sind wir letzter wegen Sirotkin rausgeflogen, leider. Das tut weh. Wir machen aber keine Rückblende draus. Mit 1 Stop. Wollen wir das beenden? Ah, ich weiß noch nicht. Erstmal müssen wir wieder schön aufholen. Schon läuft alles schief. ...7,8 Sekunden auf Ericsson. Schauen, ob wir in die Top 10 überhaupt hinkommen, denn Monza ist eine wunderschöne Strecke, aber auch eine kurze. Mit dem Speed. Hier nehmen wir die Kurve ein bisschen früh. Ja. Hoffentlich überstehen wir das. Wir müssen erstmal richtig schön, schön aufholen. Erstmal müssen wir auch das Erz ein bisschen wieder aufladen. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir. Und wir merken, wir holen richtig schön auf. Wenn Sirotkin nicht gewesen wäre, wäre das alles nicht passiert. Deswegen sind wir leider letzter. ...4,2, wir fahren ja gegen einen selber. Ging sauber mit dem Ferrari Power. Machen mal ein bisschen auf Fett mit dem Benzin. Ja, da verbremsen wir uns wieder. 3,8 Sekunden diesmal. Was sagen denn die Reifen dazu? 6%. Okay. Nach 3 Runden. Wow. Wir haben uns da leider gedreht. Näher. Wir sehen ihn ja schon von hinten.
liefern. Wir kriegen dich. Und das DRF ist auch schon aktiviert. Wunderbar. Sekunden. Sekunden. Also eine Sekunde aufgeholt. Aber die schnellste Runde haben wir bis jetzt noch nicht. Wenn wir freie Fahrt bekommen. Und schon haben wir ihn überholt. Das war easy. Wir haben sogar die DRS bekommen. Das Zauberteam ist da allgemein nicht schlecht. Aber im Spiel haben die das irgendwie zum Schwächer gemacht. Nun heißt es konzentrieren und kein Mist bauen. Und schon gibt es hier eine riesen Schlange. Wo sind denn die Red Bulls, wenn ich jetzt mal so fragen darf? Die müssen doch eigentlich auch noch mit vorne sein. Aber wegen dem Renault-Motor könnten die auch ein bisschen weiter hinten sein. Sind wieder blau in der Karte angezeigt, soweit ich weiß. Oha, Van Dorn. Ich berühre nicht so viel. Alter! Ich glaube, dass wir eine gute alternative Strategie haben, den aktuellen Plan durchziehen. Was war das denn jetzt? Was zum Teufel war das jetzt schon wieder? Hier! Wir wollten vorbei, wir haben ihn dann wieder vorbeigelassen. Und dann bremst er so, oder kam er ins Rutschen. Immer, und dann der Funkflüger auch noch. Wir haben jetzt mal eine kleine Rückwende gemacht. Oh, komm wieder durch. Alter. Leck quer! Was ist denn da nur los mit der KI? Alter! Kann nicht wahr sein. Die KI benimmt sich manchmal echt bescheuert. Das muss man echt sagen. Und Leck quer will ja auch in Ferrari-Team. Aber wahrscheinlich wird Kimi noch ein Jahr verlängern. Ein Kimi-Sieg würde ich sogar echt feiern, wenn ich das mal so sagen darf. ...3,6 zum nächsten Gasly. Schade auch für Kimi in Spa, denn ich hätte ihn wirklich noch in Podium getippt. Vielleicht ein Sieg wäre auch möglich gewesen. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,9 Sekunden. Aber die KI haben die echt total, ich weiß auch nicht. Also die KI müssen die noch ein bisschen verbessern. Schön, dass sie gegeneinander kämpfen, das ist zwar schön und gut, aber dass die manchmal auch bei bestimmten Situationen einfach mal so falsch bremsen, das finde ich irgendwie, naja. Ist der Gasly oder das Troll? Und ich glaube, ich sehe den ersten Red Bull. Während ein McLaren, glaube ich, Vierter ist. Überraschend.
Phantom war hinter uns, also müsste das Alonso sein. Alter, wieso bremsen die so hart? Mit der Riesenschlange. Gleiche Situation, Gasly, Stroll, ich hab noch den anderen Toro Rosso. Ne, Magnussen ist es. Eieieiei. Da kamen wir wieder ins Rutschen. Verloren die Kontrolle. Und der Hartley, was ist denn mit dem los? Verstappen, Stroll, Magnussen, was macht denn das Verstappen hinter? Toll. Wegen dem Motor wahrscheinlich. Verstappen! Ich krieg das! Ah, zwei auf eine. Gasly hat mich auf jeden Fall noch berührt. Das habe ich noch gespürt. Sind nicht gut. In Italien das macht man wegen dem Speed. So, DRS. Und Stroll hat auch DRS. Oha. Oh nein! Dreier. Und wir sind der Nutznießer und Stroll ist auch noch vorbeigekommen bei Magnussen. Die Reifen werden schon gelb, weil wir jetzt nur auf kämpfen. Und da ist der nächste Red Bull, 9. sogar. Ich hätte ihn irgendwie weiter vorne geschätzt, aber anscheinend ist der Motor in Monza wirklich nicht gut für den Renault. Dass sogar ein McLaren vorne ist, damit habe ich nie gerechnet. Aber was soll's? Nächste ist Ricardo. Und Ocon und Gojon. Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Und der nächste ist Russo. Ocon hat die Kontrolle verloren. Oder Ricardo. Und wir sind an denen vorbei. Nice. Ich muss euch nochmal erinnern, ich fahre auf Schwierigkeitsgrad 100, also auf Legende. Der nächste ist fein. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 24,2 Sekunden. Und der nächste ist auch Perez. Normalerweise habe ich auch gedacht, der Force India ist in den Geraden sehr schnell unterwegs, aber anscheinend ist es nicht so. Oder? Naja. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen Ruhe. Ran. Das merken wir. Auch wenn wir noch kein DRS haben.
Eieiei. Da verloren wir wieder die Kontrolle. Status Teamkollege. Sebastian derzeit auf P2. Okay, Abstand zum Teamkollegen 24,6 Sekunden. Sie fahren mit Malten Superweichen. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 26,3. Okay. Oh, mit DRS und mit RS. Eieiei. Eieiei. Da haben wir uns verbremst. Das wird doch wohl jetzt wieder albern. 3 Sekunden Strafe. Du hast gerade 3 Sekunden Strafzeit erhalten. Ach, verdammt. Na gut, vielleicht auch ein bisschen berechtigt. Aber trotzdem, 3 Sekunden. Ja. So, jetzt ist der Force India ein bisschen schwieriger als der Renault, denn Renault hat ja nicht so die gute Power dafür. Mit dem Motor. Und 11 Runden haben wir schon absolviert mit den Reifen. Zwei Sekunden, kein DRS. Ich weiß natürlich noch nicht, was in der Karriere ich fahren werde. Aber das werden nicht die drei Top-Teams sein. Also Red Bull, Mercedes und Ferrari werden es auf jeden Fall nicht sein. Aus India würde ich auch noch mal ausschließen wollen. Aber die anderen Teams. Toro Rosso, Renault, oh mein Gott! Ich verliere schon ein bisschen mehr Reifen. Eieiei. Moment, wo war ich jetzt? McLaren, Sauber, Renault, warte mal, Sauber, Renault, Toro Rosso und den Haas. Da sind alles Möglichkeiten, mit denen ich in der Karriere anfangen möchte. Aber welches Team ich wirklich entschieden habe, das weiß ich zwar noch nicht. Theoretisch wäre das natürlich der Haas. Mit 2017 habe ich ja schon damit angefangen, aber ich glaube, den Standard-Fahrzeug zu fahren wäre auch langweilig. Also ich kann mich noch nicht entscheiden. Mit Lärm wäre eine Möglichkeit. Oh mein Gott, ich kann nicht heute nicht reden, ey. Moment, ich kann das nicht richtig lesen. Was meinst du mit, sorry, das schlimmste Autodesign in der F1-Geschichte? Meinst du den Force India oder wen meinst du? Welches Team? Und erstmal hallo an... Oh mein Gott, jetzt kann ich das nicht... MK75.de.
Okay, hallo? Der Abstand zum Führenden beträgt 27,9 Sekunden. Oh. Mit Leeren wäre theoretisch eine Möglichkeit. Natürlich wäre noch Rosso. Vor dir beträgt 2,1 Sekunden. Die Reifen sind out. 29% nach 14 Runden. Shit. India, Perez. An dem müssen wir jetzt ran. Ich rechne damit, dass dein Grip bald nachlässt. 1,6 Sekunden. Immer gewinnen wir an Start immer viel. Aber dann verlieren wir beim zweiten Sektor, glaube ich. Beim zweiten Sektor, also beim ersten Sektor verlieren wir ein bisschen mehr. Das Spread vom Kopf auf auch Halo genannt. Ich finde das Design beim Halo eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ist natürlich jedermanns Sache wegen den Halo. Also der Halo fand ich im realen Formel 1 auch gar nicht gut. Aber nach und nach gewöhnt man sich und dann habe ich damit kein Problem. Beim Spiel ignoriere ich das eher gesagt. Weil mich das beim Spiel, um ehrlich zu sein, auch gar nicht stört. Also mich stört das gar nicht mit den Halo. Ist zwar noch ein bisschen ungewohnt langsam, aber naja, nach und nach vergisst man, dass das Halo überhaupt drauf war. Komm schon, Perez, ich will dich! Den vierten Platz wäre Maximum. Wenn wir den Bottas noch kassieren würden. Wäre das ein Traum. Natürlich gibt es auch noch die Überrundungen. Die könnten uns helfen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Perez will ich jetzt überholen. Wir merken auf jeden Fall, dass wir an dem McLaren sehr nah rankommen. Das müsste auf jeden Fall Alonso sein. Haben oder reicht das nicht? Nee, wir haben noch kein DRS. Aber wir kommen sehr nah ran. Eieiei. Oh. Haben da ein bisschen verbremst. Und dann Alonso kommen wir auf jeden Fall ran. Das merkt man schon bei der Karte.
bald müssen wir auch Boxenstopp machen. So, Perez, komm. Ich krieg dich. Okay, wir sind nah dran. Nah dran und Windschatten haben wir auch. Das heißt, wir können leichter den Flügel aufmachen. Bin nah dran. Und jetzt können wir Flügel aufmachen. Wir sind schneller jetzt. Oh, der lässt uns nicht so genug Platz. Aber wir sind an Perez vorbei. Wunderbar. Und nun ist der Alonso dran. Aber Perez will nochmal angreifen. Wunderbar. Keine Probleme. Nach 18 Runden sind wir schon auf Platz 5. Und jetzt ist der Alonso dran. Alonso, bleib hier. Schade, dass du dieses Jahr nicht mehr mitfährst. Aber ich glaube, es wird auch mal wirklich Zeit dafür. Es wird echt mal Zeit, dass du aufhörst. Schade ist es trotzdem. Schade ist es trotzdem. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 28,7 Sekunden. Ah, 28,7 Sekunden auf den erstplatzierten Lewis Hamilton. Ferrari, also ich muss das schon sagen, Vettel bleibt nah dran und der Force India ist schon wieder hinter uns im Nacken. Und wir haben uns ein bisschen verbremst, aber das geht ja noch. Jetzt kommt er an. Der Abstand zum Hintermann beträgt 5,8 Sekunden. Eieiei. Unsere Reifen sind hinüber. Oh, keine Fehler machen, bitte. Oh, nicht schon wieder. Wir verlieren Zeit auf Alonso und jetzt sind wir erstmal wieder vorbei. Schauen, wie lange wir in die Box fahren müssen, oder wir schauen mal. Runde. Alter Perez! Jetzt müssen wir wieder an Perez vorbei. Aber nicht an Alonso heran, wenn wir schon kämpfen. Leider. So, jetzt wieder Flügel auf. Erst aktivieren auf Überholen. Jetzt sind wir wieder an ihnen vorbei. Die Frage ist, wird er uns gleich wieder überholen?
Der ist ein bisschen weiter weg. Dann haben wir diese Runde erstmal Ruhe, außer wir machen einen Fehler. Außer wir machen einen Fehler. Da haben wir uns leider ein bisschen verbremst. Erstmal müssen wir am Perepomp weg. Und zwar so schnell wie möglich, denn sonst wird er uns wieder aufhalten. Zwei Sekunden auf Pere. Das gefällt mir sehr gut. Wunderbar. Jetzt müssen wir aber erstmal an Alonso ran, bevor wir uns an Bottas vergnügen müssen. Und wir kommen deutlich an Alonso ran, merke ich gerade. Gefällt mir sehr gut. Wieder ein bisschen schon. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn wir erst ganz auspowern. Sebastian musste den Wagen abstellen, das war's für ihn. What? Ach nö! Unser Teamkollege! Ach, hör auf! Kein Doppelpodium. Alter. Kein Doppelpodium. Schade. Gelbe Flagge. Aber erstmal müssen wir an Bottas wieder ran. Alonso ran. Alonso, war jetzt kein Scheiß. Gut, unser aktueller Reifensatz sieht schon stark mitgenommen aus. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er komplett nutzlos ist. Halt die Augen offen. Okay. Wir sind an Alonso vorbei und anstatt Hamilton ist Bottas vorne. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und Alonso ist noch nah dran. Gleich werden wir auf Soft wechseln, also auf die gelben. Und Alonso ist immer noch nah dran. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Und achte deinen Abstand zur Tempolimitlinie. Fahr nicht zu schnell. Aber ich glaube, beide Mercedes sind noch nicht in die Box, oder? Wir gucken mal bei der Rennleitung nach. Ne, beide sind noch nicht in der Box. Also werden wir auch noch nicht in die Box fahren. Soll auch ein bisschen vergleichsmäßig so sein. Achso, Hamilton war schon in der Box. LOL! Da habe ich mich triggern lassen. Okay, wir können dich
Ja, jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Wir haben uns auf die Karte konzentriert. Sekunden auf Hamilton. Gucken wir gleich mal nach, wo wir in. Der Wagen hinter dir ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Weiche Reifen auf dem Wagen hinter dir. So, schauen wir gleich mal. 30,9 Sekunden auf Bottas. Fahren wir aber richtig schön in die Box, kriegen neue Reifen und dann schauen wir mal, wo wir hinplatzieren. Wir achten genau auf Force India und McLaren, auf die beiden Punkte. Komm schon, lass mich raus. Guter Stop, 2,4 Sekunden. Und Ocon ist komischerweise auf Rot. Oder muss er noch rein? Alonso haben wir auf jeden Fall hinter uns gelassen, aber mit einem riesen Vorsprung. Mal schauen, ob wir Hamilton irgendwie kriegen können. Stoffel van Dorn ist aus dem Rennen. Drei Sekunden haben wir auf Alonso und ich glaube 12 Sekunden haben wir auf Hamilton. Wo ist der Abstand im Moment? Erhöhen wir den ERS-Einsatz und verbrennen ein bisschen Energie. Ja, machen wir auch. Achtung, Achtung! So, Achtung, also Van Dorn. Sekunden auf Hamilton. Den will ich noch kriegen. Ob sie den überhaupt noch kriegen, wird sich in den nächsten Runden zeigen. Und der Regen soll ja auch noch kommen. Der Regen soll ja auch noch kommen. Allein Safety Car wäre... Ich weiß nicht, unpassend, passend. Ich weiß nicht, unpassend, passend. Da müssen wir noch kämpfen, aber werden dann die roten Reifen drauf. Das ist mal meine Strategie. Wenn wir wechseln müssen. Aber Bottas ist auf jeden Fall steinweit vorweg. Also steinweit weg. Wir dürfen ja auch keine Fehler machen. Okay, Abstand zum Führenden 29,9 Sekunden. Zumindest merke ich auf jeden Fall, Hamilton und ich fahren gleich, während Alonso Zeit verliert. Immer noch 12,4 Sekunden auf Hamilton. Also müssen wir jetzt leicht fahren. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 12,9 Sekunden.
Aber ich merke gerade 12,9 Sekunden, wir haben Zeit verloren. Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und Alonso und Perez kämpfen gegeneinander. Merke ich gerade bei der Karte. Das heißt, wir gewinnen ein bisschen mehr Zeit. Und das erst müssen wir wieder aufladen. Da haben wir Zeit verloren, also Zeit weggemacht. Oder auch nicht. Und wir dürfen keine Fehler so machen. Ah! Wo sind denn die Red Bulls? Die enttäuschen mich irgendwie sehr. Verdammten Red Bull. Ich muss das echt mal wissen. Wo sind denn die verdammten Red Bulls? Die fragen mich jetzt. Alter. Ricardo auf 12. Wow. Wo ist denn der Verstappen? 17er sogar. Die enttäuschen mich beim Monster. Aber sowas von. Jetzt ist der Sein, der glückliche Vierte. Und 23 Sekunden Runden haben wir noch vor uns. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 13,4 Sekunden. Ah, schon wieder rutschen wir hier ab. Irgendwie nicht mit 1,25,6 fand ich Mercedes. Das gefällt mir nicht. Und wir fahren trotzdem die schnellste Runde. Und wo ich sage, ja, das gefällt mir nicht. Wow. Dürfen wir auch noch nicht vergessen. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade
Okay. Jetzt haben wir die Kurve gut genommen. Trotzdem noch mal eine schnellste Runde hingeballert. Gefällt mir sehr gut. Aber ob wir 12 Sekunden gegen eine Mercedes aufholen können, das wird noch mal die schwierige Frage sein. Zumindest sind wir im Podium. Haben wir gut genommen. Ich überlege mir auch schon, nicht nur die Karriere anzufangen irgendwann. Das wird in den nächsten eine oder zwei Wochen vielleicht gestartet, sondern vielleicht, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt zuschauen, mit dem YouTube-Kanal YouTube-Kanal 32er vielleicht eine Weltmeisterschaft aufzubauen, mit natürlich auch nach den anderen Kanal, aber das überlege ich mir noch. Also nicht nur mit dem Kanal 32er, sondern auch mit dem André, mit dem ich letztes Mal Abu Dhabi auch mal gemacht habe. Wir noch 2017 gemacht haben. Aber das überlege ich mir noch ganz genau. Das kann ich ja jetzt auch noch mal sagen, wir sind in der Mitte im Rennen. Sekunden. Stellen wir mal das erst wieder auf volle Power. Wir merken schon, wir werden bald den ersten Überrundenden haben. Bald. Und wir holen minimal auf Hamilton auf. Aber wir müssen das schnell machen, denn wir haben fast 20 Runden noch zu absolvieren. Jetzt haben wir Ruhe von Sainz, Alonso und Perez und wir haben schon wieder die schnellste Runde. Also wir machen uns schon ziemlich gut. Jetzt sagen vielleicht auch einige Zuschauer, ach, das ist ein Monster, das ist einfach die einfachste Strecke, die es gibt. Aber ich sage, nein. Bei bestimmten Kurven musst du genau bremsen und ohne... Schon, Mann. Du schaffst das. Es war ein hartes Rennen, aber ich weiß, dass du heute noch mehr aus diesem Auto herausbekommst. Gib alles. Zeig uns, wie viel Talent in dir steckt. Ja. 11,2 Sekunden. Aufholen. Auf ein Mercedes. Ist klar. Ist gar nicht so einfach wie du das denkst. Mein Gott. Okay. 1:25.111. Aber trotzdem sind wir schon gut unterwegs.
Straßen sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Und der nächste. Wir holen jede Sekunde auf. Das gefällt mir. Und 1:25.028. Wir holen immer und immer mehr auf, wahrscheinlich auch, weil Hamilton in der Überrundungstour ist. Wir müssen das Erdbild wieder ein bisschen sparen. Die Ferrari-Leute wollen hier was zu feiern haben. Einen Sieg wäre wunderschön, aber jetzt können wir leider nur den zweiten Platz, aber das wäre auch nicht schlecht. Hallo, Moment. Luke Gaming, halli, hallo. Ich musste leider mein Laptop ein bisschen umplatzieren, deswegen muss ich zwischendurch auch mal auf Pause drücken oder wenn ich mal ja. Da ist der nächste Überrundete und wir holen bei Hamilton auf jeden Fall sehr wunderbar auf. Ja. Ericsson. Von 20 Autos sind nur 17 übrig. Mal schauen, wie er uns platt macht. Lust mal zu zocken? Ja, aber nicht jetzt. Das geht gerade nicht. Aber vielleicht ein andermal. Kommt drauf an, welche Konsole du hast. Natürlich. Ich habe eine PS4, worauf ich darauf spiele. So. Und Ericsson will uns Platz machen und der macht uns komischerweise guten Platz. Ein bisschen voller Pulle. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 9,5 Sekunden. Ah ja. Yeah. Okay, weiß ich Bescheid. Gut zu wissen. Den will ich noch kriegen. Ich glaube, er muss noch ein Eric, ein Leclerc und ein Force India überrunden. Hast du eine F1-Liga oder suchst du eine?
Eine F1-Liga habe ich nicht. Aber ich habe bestimmte Leute, die mit mir vorbeikommen. Und ob ich eine suche, muss unbedingt nicht sein, aber theoretisch habe ich mal Bock drauf, aber naja, das überlege ich mir auch schon die ganze Zeit, darüber eine F1-Liga zu haben. Ja, das war ein bisschen übertrieben. Letzter Sektor. Mal schauen, was diese Runde jetzt wirkt. Du solltest noch mindestens 9 Sekunden. Bevor du Probleme mit den Reifen bekommst. Aktuell wir haben wieder aufgeholt. Was sagen denn unsere Reifen überhaupt? 21%. Ja, geht ja noch. Damit. Eieiei. Haben wir das halt verloren. Der Abstand zum Hintermann beträgt 24,8 Sekunden. Wir rutschen wieder bei dieser bestimmten Streckenabteil in der Links-Rechts-Links-Kombination. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,9 Sekunden. Okay, 8,9 Sekunden. Eine Runde müssen wir auf das erste verzichten, damit wir aufladen können. Und wir verlieren eine Sekunde. Moment. Also für Lust hast, könntet ihr alle anfangen mitfahren. Okay, danke schön. Das weiß ich schon zu schätzen. Wir verlieren wieder Zeit. Das gefällt mir natürlich nicht. Vielleicht. Verlieren wir Zeit. Gefällt mir nicht. 9,4. Lass mich mal überlegen. Wir sind. Wir warten in etwa 10 bis 15 Minuten Regen. 10 bis 15 Minuten Regen. Ich hab's doch gewusst. Und das wird mir nicht gefallen. Nee, nee. 10 bis 15 Minuten Regen, eieiei. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 10,0 Sekunden. Jetzt macht Hamilton wieder den Druck. Lass mich mal überlegen, wie viele Seiten wir haben. Also nicht alle haben das Spiel noch. Ob wir überhaupt eine Meisterschaft beginnen, das weiß ich zwar selber noch nicht. Ist gut geladen.
mache ich gleich. Erst beim Start und Ziel. Also einige haben das Spiel schon, einige noch nicht. Ja, das ist mir klar. Umso mehr, desto besser. Und ja, schauen wir doch einfach mal. Und der Hamilton zieht ab. Ich glaube den nicht, dass wir den noch regeln werden. 9,2. Wir holen wieder ein bisschen auf. Der Stroll ist der erste, den wir überrunden. Wir haben sogar DRF. Mit 1,24,7 haben wir die Zeit gewonnen. Also die Bestzeit. Also die 1,25er Marke geknackt. Aber wie viel Zeit haben wir auf Hamilton? Das ist die eine wichtige Frage. Stelle 8,3. Wir haben wieder ein bisschen Zeit gewonnen. Und nur noch 11 Runden zu fahren. Zeit gut machen und Hamilton hat jetzt wieder freie Sicht, während wir die dreckige Luft haben. Haben wir DRF? Schade. 7 Sekunden, 7,7. Jetzt wissen wir auch, warum er langsamer wird. Er hat ein Problem. Das heißt, wir müssen angreifen. Ob wir den kriegen in 10 Runden, wird sich gleich zeigen. Aber anscheinend hat das Problem nur bei bestimmten Strecken seine Seite. Und zwei kämpfen da, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Und Lauflage wird wieder angezeigt. Und wer ist es? Ich glaube, der ist der Rocking. Bin mir noch nicht so sicher. Und Verstappen auf 14. Was ist da nur mit den Renault-Motor schiefgelaufen, dass die weiter hinten sind? Und da ist unser Code Jeans. Wir müssen wieder DS sparen.
5,8 Sekunden. Oh, ja, ja. Nein, doch die 3 Sekunden Strafe nicht. Ach, verdammt. Den nehmen wir trotzdem im Kauf. Ah, das tut weh. Zwei Sekunden, trotzdem sind wir nah dran. Hey Nightwatch, was geht ab? Wie kriegen wir bitte den Hamilton mit 6 Sekunden Vorsprung? Da müssen wahrscheinlich die Überrundeten uns helfen. Hamilton in Sicht. Hamilton, ich kriege dich! Nur noch 8 Runden. Plus die Zeitstrafe. Wird schwierig. Okay. Oh shit. Mein Akku. 3 Sekunden. Ja, ich geb Gummi. Wie Schumi. Aber wird nicht so einfach sein, noch den Hamilton zu kriegen und dazu noch die 6 Sekunden Zeitstrafe, die ich leider habe. Aber wir sind schon in der Nähe daran. Den Wagen vor uns ein, aber vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. 1,7 Sekunden. Und der Hamilton hat wirklich technische Probleme. Und mein Akku beim Laptop. Ach, muss ich leider aufladen. Das tut weh. Moment. Muss mal eben meinen Laptop aufladen. Aber das ist total vergessen, in den Ladekabel reinzutun. Ja, ich muss leider den Akku vom Laptop aufladen. Leider. So, jetzt kann ich aber wieder losdüsen. Und den Hamilton hoffentlich noch kriegen. Den erst müssen wir leider aufladen. Keine Power bis jetzt. 1,9 Sekunden. Aufladen muss ich den Earth und mein Laptop. Fast eine gute Kombination. Ja, immer diese Akkus. Und wir machen Fehler. Wir machen Fehler. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Erhöhe den ERS-Einsatz. Mach ich gleich. Wir dürfen ja auch keine Fahrfehler machen. Das ist auch noch das Wichtigste. Jetzt erst volle Pulle, 1,8 Sekunden ist es so geblieben. Und wir haben noch 6 Runden Zeit, Hamilton aufzuholen.
Krieg, mein Freundchen. Ferrari Power gegen Mercedes Power. Natürlich hat er noch Probleme, das dürfen wir auch noch nicht vergessen. Wir denken, es wird ein wenig Regen geben. In etwa 15 Minuten geht's los. Wenn 15 Minuten regnet, dann ist das Rennen ja schon vorbei. Moment. Wieso wir? Du fährst doch. Habe ich wirklich wir gesagt? Ich habe doch gar nicht darauf geachtet. Hamilton, du mit deinen Problemen, lass mich vorbei. Wir holen ihn auf. Wir haben ihn einfach mal so weg. Ohne Airf, also ohne DRS-Flügel, haben wir ihn einfach mal so eingesackt. Aber jetzt kommt er zum Gegenangriff. Und wir dürfen nicht verbremsen natürlich. Verdammt. Und jetzt haben wir nur noch ganze 5 Runden zu überstehen. Den zweiten Platz. Wenn wir die 6 Sekunden noch mal darauf bedenken. Und Ricardo ist auch enttäuschend. Mit einem Renault-Motor, das echt nicht läuft. Auf den, ich glaube, 13. oder 14. Platz. Ob wir ihn 6 Sekunden zaubern können? Ich weiß es nicht. Wir können ja Ricardo und Hartley, ja Hartley, uns ja noch ein bisschen behilflich sein. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 1,5 Sekunden. So, Ricardo, lässt du uns Platz oder nicht? Oh mein Gott, Ricardo, mach doch keinen Mist. Annäherung der Nachzügler? Warum? Wir sind doch weit weg. Wir sind vorne und sehen. 1,4 Sekunden. Jetzt gib mir die Power, die ich brauche. Um den zweiten Platz zu behalten. Moment. Wieso muss ich eigentlich immer wieder auf Pause drücken? Das nervt. Easy vorbeigezogen. Yep. Es kann natürlich auch sein, dass die Technik des Mercedes gerade auch ein bisschen kaputt ist. Jetzt müssen wir ein bisschen Energie sparen und die letzten paar Runden nochmal nutzen, den Speed zu entfalten. Die Reifen sehen ja natürlich noch sehr super aus. 46%, die müssen noch halten. 3 Runden haben wir noch zur Verfügung. Bleibt die Technik bei dem Mercedes kaputt. Ein zweiter Platz ist für mich perfekt. Wenn wir uns nochmal den Blitzqualifying nochmal denken, dass wir den Trockensetup ausgewählt haben und trotzdem auf den letzten Platz. Erhöhen wir den ERS-Einsatz und verbrennen ein bisschen Energie. Ja.
lass uns mal erst ein bisschen benutzen. Und keine Fehler machen! Diese Fehler, die hasse ich. Diese Fehler, die hasse ich. Wie die Pest! Okay. 34,7 Sekunden auf Bottas, 4,1 auf Hamilton. 1,9 Sekunden brauche ich nochmal, damit ich die 6 Sekunden Zeitstrafe auch überleben kann, dass ich den zweiten Platz einfach behalten kann. Wird natürlich nicht einfach, das zu überstehen. Aber bei bestimmten Sektoren nutze ich den erst auf volle Power. So. Vier Sekunden. Wir gewinnen nur minimal Zeit. Und es wird langsam dunkel. Das heißt, es wird bald regnen. Aber der Regen kommt ja erst in 15 Minuten. Angeblich. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Okay, Abstand zum Führenden 34,3 Sekunden. Wetterbericht. Beobachte die Verhältnisse. Wir denken, es wird bald Regen geben. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen. Ja, es regnet ja noch nicht. Fünf Sekunden. Ein 24,4. Die Strecke wird anscheinend besser. Und das hat nochmal eine 24,4 einfach mal raufgeknallt. Ja, warum nicht? Und das ist die letzte Runde. Das ist eine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Und das wird schwierig, noch eine Sekunde rauf zu knallen. Die letzte Runde müssen wir überstehen. Egal, ob das jetzt ein zweiter oder ein dritter Platz wäre. Wir haben uns gut vorgekämpft. Aber mal angenommen, diese Probleme bei Hamilton wären nicht so. Dann hätten wir wahrscheinlich Hamilton nie eingeholt. Weil ich noch nicht das perfekte Setup dafür habe. Wir geben aber trotzdem... Alter, 1,24,0. Ja, nee, ist klar. Und Bottas hat gewonnen. Während wir noch ein bisschen die besten Zeiten rausgeholt haben. Ja. Hat Bottas einfach mal eine 1,24,0 geknallt. Und es fängt an zu tröpfeln. Na, leider zu spät. Juhu, kein Regen. Puh. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé.
dritter Platz. Hauptsache aufs Podium. Und Mercedes fährt hier heute einen großartigen Sieg ein. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit. Wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir könnten den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Und nach dem Ende dieses Grand Prix ist es an der Zeit, sich zu entspannen und zu feiern. Hier kommen Sie nun, Ihre Top 3 des heutigen Tages. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Heute war das für mich Kimi Räikkönen. Er war beharrlich, erfolgreich in Duellen und traf die richtigen Entscheidungen. Er kann mit dieser Leistung sehr zufrieden sein. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tja, Valtteri Bottas sah überhaupt keine Gefahr. Er hat das Rennen dominiert, weil Vettel ja auch ausgeschieden ist. Wir haben zum Glück den dritten Platz erreicht. Das wäre zumindest ein Muss in Italien für Ferrari. Aber ein Sieg wäre noch schöner. Ich hoffe natürlich, dass Ferrari in der nächsten Woche hoffentlich in Italien das Beste daraus macht. Denn ich denke mal, Ferrari wird wahrscheinlich hoffentlich gewinnen. Und denn ich sehe den Mercedes-Motor wirklich sehr, sehr schwach dargestellt. Denn Ferrari hat ja in Belgien auch alles Mögliche gezeigt. Aber Mercedes darf man nicht unterschätzen. Ja, wie schon gesagt, Carlos Sainz, vierter Platz in Renault. Wenn ich gerade über Renault denke, denke ich mir doch gerade, wo sind denn die Red Bulls? Zwölfter Platz Ricciardo. Und Max Verstappen auf 16. Was zum Teufel haben die da denn verloren? Echt. Hätte ich nicht erwartet. Aber die sind weit abgeschlagen. Und leider halt Vettel raus. Ja, aber das war's jetzt von mir. Das war's von Italien aus. Wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Mal wieder bei Formel 1 2018. Aber vielleicht mit der Karriere. Oder vielleicht etwas anderes, solange ich mich noch nicht entschieden habe, was für ein Fahrzeug ich bei der Karriere nehme. Aber vielleicht entscheidet ihr ja auch. Denn die ersten drei Top-Teams werde ich nicht nehmen. Plus noch den Force India. Vielleicht nehme ich den Renault, ich weiß es aber nicht. Haut rein, euer Crazy King, euer Crazy Driver. Ciao! Bis zum nächsten Mal bei Formel 1 2018.